Hallo und herzlich willkommen zur Mediatheke. Nach 5 Jahren sind wir mal wieder auf der Gamescom und wir schauen mal, was sich in 5 Jahren so geändert hat. Ich bin nicht alleine. Ronny ist wieder dabei. Hallo. Vor 5 Jahren auch schon am Start. Und erstmals dabei der liebe Etienne. Moin. Willkommen. Und du warst zum ersten Mal auf der Gamescom, ne? Ich bin zum ersten Mal auf der Gamescom, ja, das ist korrekt. Wie kommt das denn? Du bist doch ein großer Games-Freak. Warum warst du noch nie hier? Ich weiß es nicht. Ich habe sogar theoretisch, also meine Tante wohnt ja sogar hier, also theoretisch könnte ich jederzeit hierher kommen, aber irgendwie hat es sich nie ergeben, hatte nie Zeit. Aber diesmal habe ich jetzt Zeit. Und ab jetzt habe ich immer Zeit. Und dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck ist cool. Ist schön, mal einfach auch hier rumzulaufen. Das ist ja wie so eine Gemeinde jetzt irgendwie. Das ist eine weitere Kirche, ne? Ja, Ron, ich bin ja froh, dass ich dich an der Seite habe, weil du bist ja der große Experte. Er ist ja schon völlig überdreht. Wir müssen hierhin, wir müssen dahin und alles. Ich habe ja keine Ahnung. Wir haben einen vollen Terminplan, zumindest heute. Was sind denn so die Trends? Was ist denn so neu auf der Gamescom in diesem Jahr? Also Trends an sich gibt es ja keine mehr, weil als Rater findet man sich nicht neu. Aber es gibt ein paar Spiele-Releases, die nächstes Jahr rauskommen und dieses Jahr, die man definitiv anzocken wird und werden. Wie zum Beispiel Little Nightmares 3, Dragon Ball Z Sparking Zero, das neue Batman-Spiel, Indiana Jones, schauen wir uns auch noch an heute. Civilization 7. Civilization 7, super für Strategiefreunde. Mafia kommt neu. Da hast du auch nur den Trailer gestern zu Open Live. Aber GTA 6 leider überhaupt nichts. Nee, GTA 6 ist raus. Aber dann gucken wir mal noch, was Take-Two noch zu bieten hat. Da wollten wir mal noch nachfragen. Und wir schauen uns heute auch noch mal wahrscheinlich die Sammelkarten-Ecke an, die jetzt ganz frisch gemacht hatte. Board Game und Trading Card Halle. Ja, das ist für mich eine völlig fremde Welt, aber ich bin gespannt. Ja, Brettspiele kennst du aber. Ja, okay, okay. Na gut, dann schauen wir doch einfach mal und haben gleich schon den ersten Termin, ne? Ja, genau. Um 11 geht's los. Na denn. Bis dann. Ich habe alles verspielt. Das war aber auch ungeschickt. Hat Spaß gemacht. Also, hätte man besser machen können. Civilization 7, ja, ein Klassiker wird fortgesetzt. Civilization 6 habe ich auf der PlayStation, ist aber schon Jahre her, dass das mal neu rauskam. Das ist also wirklich Zeit, mal eine neue Version zu bringen. Wir waren vorhin drin, haben uns einen kleinen Vortrag angehört und angeschaut, da durfte man nicht filmen. Ja, macht grafisch eine Menge her, sieht man ja auch da oben auf der Leinwand. Und für ausgewählte Pressevertreter gab es auch eine halbe Stunde Möglichkeit mal zu spielen, aber da waren wir nicht schnell genug, die Slots waren alle schon weg. Aber habe ich Lust drauf. Tolles Spiel, endlich mal abgedatet. Demnächst sicherlich in betreutes Zocken. Ja, einer der ganz großen Hits hier auf der Gamescom ist das neue Indiana Jones Spiel. Indiana Jones und der große Kreis. Aber es ist noch keine Möglichkeit da, es zu spielen. Man kann sich nur einen Trailer angucken und einen kleinen Vortrag. Weil es kommt auch, glaube ich, erst irgendwie Weihnachten oder so raus. Aber freue ich mich auch drauf. Der Trailer ist sehr vielversprechend. Ich bin ja auch großer Fan der Indiana Jones Filme. Also einmal Indie persönlich sein, habe ich Bock drauf. Ja. Vielleicht demnächst in Betreutes Zocken. Jo, das kennen Zuschauer von Betreutes Zocken, Planet Coaster. Jetzt gibt Planet Coaster 2. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist hier die PC-Version. Die hat, glaube ich, nicht ganz so... Okay, also die Achterbahn steht schon mal. Also, ich würde jetzt gern noch ein schönes Fahrgeschäft bauen. Hier ist so eine schöne Fläche. Achterbahnen. Zack. Bauen wir die mal dahin. So. Genau, da müssen wir natürlich den Weg verbinden. Zack.
Ja, also es ist dem ersten sehr, sehr ähnlich. Also das habe ich ja auch schon gespielt. Ein paar neue Fahrgeschäfte wahrscheinlich und sowas. Aber ansonsten, ja, hat das Rad nicht neu erfunden, würde ich mal sagen. Aber macht Spaß. Ist immer ein Vergnügen, dieses Spiel zu spielen. Ja, die kennt ihr vielleicht noch hier, Mars Attacks von Tim Burton von 1995, glaube ich, oder sowas, Mitte der 90er. Und das ist jetzt Mars Attracts und lehnt sich an dieses Spiel an. Ist genau wie der Film offenbar mit sehr viel Humor, weil man musste mich als außerirdische Menschen sozusagen unterwerfen. Dann gucken wir doch mal, was hier passiert. Okay. Und nun zur wichtigsten Attraktion, den Menschen. Trotz ihres winzigen Gehirns geht man davon aus, dass die Menschen komplexe Gefühle und Bedürfnisse haben. Deshalb haben wir ein sicheres, geschütztes Habitat geschaffen, in dem sie untergebracht werden können. Es hat Wände und einen Boden, alles, was ein Mensch für Überleben und Gedeihen braucht. Rufe das Menü Käufer auf, um einen Menschen zu entführen und lasse ihn dann in das Habitat fallen, um den Kauf abzuschließen. Okay, hier. Ja, das ist quasi die lustige, satirische Mars Attacks Version von Planet Coaster. Das finde ich sehr lustig. Geile Idee. So, da ist der Mensch. Da ist der erste Mensch. Der Mensch ist eine launische Spezies. Es lohnt sich also, sie im Auge zu behalten. Wer weiß, welchen Schaden sie anrichten können, wenn sie unglücklich werden. Klicke auf den Menschen, um ihn zu inspizieren. Okay. Ja, Zufriedenheit ist noch gut. Ja, witzig. Gefällt mir spontan. Wenn so ein bisschen Satire und Humor mit dabei ist, das mag ich ja besonders. Scheint aber ein reines PC-Spiel zu sein, ne, wenn ich es richtig sehe. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann noch für die PlayStation. Wäre schön. Wir sind hier bei einem neuen Spiel, was bald rauskommen wird, und es ist ein Tower-Defense-Spiel. Du kannst ja gerne mal was darüber erzählen. Genau, es heißt Extract2D. Extract2D ist ein Tower-Defense-Game für 4 Spieler. Das heißt, der Fokus ist auf lokalem Koop, ähnlich wie bei Spielen wie Overcooked, und bringt aber dann eben so strategisches Tower-Defense-Gameplay mit in den Mix rein. Genau, und seit wann arbeitest du jetzt daran? Seit März 23 arbeite ich daran, und so eine bessere Form angenommen hat es letzten Winter. Auf der Cactus in Leipzig waren wir zu Besuch und haben es da zum ersten Mal einen öffentlichen Playtest gemacht. Und seit Ende Juli haben wir eine kostenlose Demo für das Spiel auf Steam. Genau, und dann willst du es wahrscheinlich irgendwann Ende des Jahres veröffentlichen. Plan ist Ende des Jahres. Genau, Ende des Jahres ist der Plan, es erstmal zu releasen. Wir sind bisher on track auch mit unserer Timeline, das heißt sehr zuversichtlich, dass es auch klappen wird. Du siehst, wenn du was baust und investierst gerade ein Viereck für einen Kreis, dann ist der Kreis gelb, wenn er sich ausfüllt. Also du siehst in der Farbe, wenn die Farbe nicht mit der Form matcht, wie du es beim Einsammeln kennst, dann gibt man gerade unnötig Ressourcen aus. Genau. Hier wird nochmal der wichtigste Turm des Matches gehighlightet. Man sieht also nochmal, wer am meisten Schaden gemacht hat. Ja. Dann kannst du wahrscheinlich noch die Türme upgraden. Richtig. Und wie sieht es mit Türme wieder abbauen aus? Geht das auch? Das geht auch. Bisher ist aber eigentlich nur vorgesehen, dass man die Türme auch wirklich wieder löscht und man bekommt auch nichts dafür wieder erstattet. Okay. Das heißt, der Turm verschwindet, aber genau, da muss man sich eben dann ein bisschen überlegen, ob es das noch wert ist, diesen Turm wieder abzureißen, wenn man schon viel rein investiert hat. Cool. Dann sag ich mal vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank euch. Und ja, viel Erfolg. Viel Dankeschön. Erfolg, auf jeden Fall. Ja, PaschTV-Zuschauer kennen dieses Spiel hier. Wir haben schon mal Dorfromantik gespielt in der Sendung. Und das ist ja eigentlich aus einem Videospiel entstanden. Das ist ja das Interessante daran. Hier ist nämlich der Mike von Pegasus. Der kann uns ein bisschen was darüber erzählen. Also, ihr seid jetzt hier auf der Gamescom, weil ihr auch sagt,
Videospiele und Brettspiele schließt sich ja nicht aus. Man kann ja auch beides toll finden. Ja, ganz genau. Das ist unser Ansatz, dass wir im Grunde in den Kreisen unterwegs sind, wo Leute ja eh, wenn die den Computer mal ausstellen, ein Brettspiel anmachen oder ein Rollenspiel spielen wollen. Und manche, die es vielleicht noch nicht wollen, denen wollen wir zeigen, dass man es kann. Ja, und gerade ein Dorfromantik ist ein schönes Beispiel. Bei Steam ein Geheimtipp gewesen, ein großer Erfolg. Und dann jetzt als Brettspiel letztes Jahr Spiel des Jahres geworden. Ja, ja, und da wird man merken, die Leute, Mensch, ich kann das auch mal nicht nur im Grunde online so ein bisschen zum Runterkommen spielen, sondern ich kann das zu Hause mit meinen Freunden spielen. Corona ist vorbei, man kann endlich wieder sich zusammensetzen. Und da hat Dorfromantik ganz, ganz viele abgeholt. Ja, und das heißt, neben den Brettspielen haben wir natürlich aber auch unsere Rollenspiele dabei, wo mein persönliches Herz sehr für schlägt. Ja, das heißt, man kann natürlich auch all das, was ich online erlebe, oder in dem Rollen, im Computer-Rollenspiel, kann ich natürlich auch ganz klassisch Pen and Paper, ja, wie im Stranger Things es ja auch vorgemacht hat und auch einen großen Schwung wieder ins Rollenspiel reingebracht hat, natürlich auch mit unserem Rollenspielsystem machen. Ja, das heißt, wir haben sehr erfolgreich letztes Jahr Avatar Legends eingeführt zur Fernsehserie Avatar The Last Airbender, also Aang und seine Geschichten, und wollen genau das Leuten zeigen. Ja, oftmals sind auf der Gamescom oder auf der Spielemesse Essen sind Leute, die noch nie ein Rollenspiel gespielt haben, aber die Serie beispielsweise kennen. Und dann auf einmal sagen, hey, was ist das? Das ist so Avatar. Mhm. Und dann sagen wir, komm, setz dich für 2 Stunden an unseren Tisch und ich entführe dich in unsere Welt des Rollenspiels und zeig dir im Grunde ein Abenteuer in der Avatar-Welt. Ja, und da sind Leute dabei, die haben, wie gesagt, noch keine Rollenspielerfahrung, sowas, und die sind 2 Stunden sind die weg. Und das ist das, was wir im Grunde auf so Messen wie der Gamescom oder wir sind auch auf der Konichi im September in Wiesbaden im Grunde mal neuen Leuten zeigen wollen. Weil die üblichen Conventions, auf denen wir natürlich aus sind, die kennen Rollenspiel, die kennen die Brettspiele alle. Und hier wollen wir natürlich Leute erreichen, die da mal reinschnuppern möchten, weil sie im Grunde aber aus den gleichen Interessenslagen kommen. So, wir haben eben schon die Vernetzung von Brettspielen und Videospielen gehabt. Jetzt geht es um die Vernetzung von Videospielen und Comics. Und da ist natürlich Panini ganz weit vorne. Ich darf den Steffen hier sehr herzlich begrüßen. Oder du begrüßt uns besser gesagt. Schönen Stand habt ihr hier. Ja, wie wichtig ist das? Also da die Fans auch zu bedienen, die sozusagen ihre Spiele spielen. Und dann auch nochmal vielleicht dann in so einer Form irgendwie zu begeistern. Also wir haben ja sowohl Comics als auch Romane zu den Games und es erweitert einfach das Universum. Jeder kennt das, man hat irgendwann sein Spiel durchgezockt und will mehr. Und mehr gibt es halt zum Beispiel in Form dann von geschriebenem Wort oder von geschriebenem Wort mit Bild, Comics oder Romane. Und das kommt bei den Fans ziemlich gut an. Und die Macher sind natürlich auch nicht blöd. Die haben sich irgendwann natürlich gedacht, hey, wenn ich ein Spiel habe und ich habe dann ein Add-on oder ich habe die Fortsetzung davon, da sind ja Erzähllücken dazwischen. Wie schließe ich die? Und da bieten sich zum Beispiel Comics oder Romane auch hervorragend an. Aber das widerspricht ja auch dem klassischen Klischee, der Gamer würde kein Buch in die Hand nehmen, der würde nicht lesen, der interessiert sich dafür nicht, der zockt einfach nur. Als wir angefangen haben, die Romane zu machen, war das für mich die erste große Erkenntnis. Auf der anderen Seite hat dann mein Kollege gesagt, der selber großer Zocker ist, ich daddel nur so am Rande, hat gesagt, ja, aber überleg mal, die lesen sich auch durch solche Bücher durch mit Hilfsanleitungen und Cheats und was weiß ich allem. Die müssen lesen und da ist eigentlich so ein Roman oder so ein Comic ja nochmal 1000-mal interessanter. Wollt ihr mehr Mediatheke-Beiträge sehen? Dann abonniert die Sendung auf Massengeschmack.tv. Sie erscheint jeden Samstag und es sind viele Beiträge dabei, die auf YouTube gar nicht hochgeladen werden. Es lohnt sich also, jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.